Hallo meine lieben Digimon-Fans. Es ist mal wieder Sonntag, das heißt, es ist Zeit für ein neues Video aus dem Digimon-Universum. Da es ja letzte Woche mehr um die Neben-Digimon des Etemon-Arcs ging, habe ich überlegt, dass ja nun mal wieder ein Digi-Ritter an der Reihe sein könnte und habe mich dann dafür entschieden, dass es Zeit wird, Izzy mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro weiter. Izzy ist das Computergenie der Gruppe, der immer stets zuerst die Lösungen findet, wenn es um die Mechaniken der Digi-Welt geht. Und diesbezüglich kann man sich wirklich immer 100% auf ihn verlassen. Und ich finde, dass gerade das einen guten Kontrast zu seinen anderen Eigenheiten gibt. Denn tatsächlich ist Izzy sonst eher zurückhaltend und vielleicht auch ein klein wenig schüchtern. Und natürlich hat auch er seine großen Momente und seine Auftritte. Aber er gehört einfach zu der Sorte Menschen, die ihre Gefühle einfach nicht gut zeigen können. Und diesbezüglich wird er sich auch nicht sehr viel ändern. Tatsächlich zieht sich seine eher verklemmte Art durch alle Digimon-Staffeln und Filme hindurch. Was natürlich für den einen oder anderen ziemlich peinlichen Moment für den Roadshot sorgen wird. Aber man muss ihm natürlich auch zugute sagen, wenn es nötig ist, dann kann er wirklich klare Ansagen machen. Was Tai schon das ein oder andere Mal zu spüren bekam, aber dazu dann erst später mehr. Denn leider gibt es auch einen Grund dafür, dass er sich immer so zurückhält, was seine eigenen Gefühle betrifft. Izzy zählt mit seinen 10 Jahren ja auch zu den Jüngsten in der Gruppe und wir erfahren relativ früh, dass er mit einem Familiengeheimnis zu kämpfen hat, was ihn auch noch betrifft. Er hat nämlich wirklich nur aus Zufall erfahren, dass seine Eltern eigentlich nicht wirklich seine richtigen Eltern sind, sondern dass sie ihn adoptiert haben und daraus eigentlich noch ein Geheimnis machen wollen, bis Izzy in einem Alter ist, dass er damit besser umgehen kann. Und es ist ja klar, wenn man als Kind so ein Gespräch, auch wenn es wirklich nur aus Zufall war, mitbelauscht, dass man dadurch geprägt wird. Noch erst einmal genug davon. Später werde ich dann in den Schlüsselszenen dazu noch mehr sagen und würde dann direkt mal zu den Schlüsselszenen übergehen. Relativ am Anfang der Serie gelangen die Digi-Ritter in eine alte Fabrik, wo sie merkwürdige Schriftzeichen finden. Und Izzy zeigt hier wirklich nochmal sehr gut, was er alles drauf hat. Er ist der Einzige, der erkennt, dass diese Schriftzeichen eigentlich ein Computersystem sind. Und während er noch damit beschäftigt ist, Tai und Agumon davon abzuhalten, seinen Laptop zu demolieren, kann er mit diesem Programm dann dafür sorgen, dass Tentomon tatsächlich auf ein höheres Level digitieren kann. Und wir sehen auch erstmals Izzys Reaktion, als ihm bewusst wird, dass seine Eltern scheinbar ein sehr wichtiges Geheimnis vor ihm haben. Diese Schriftzeichen sind aber tatsächlich erst nur der Anfang. Ein wenig später findet Izzy selbst nochmal ähnliche Schriftzeichen. Und da hat er seinen ganz großen Moment, denn mit Hilfe von diesem Computersystem findet er heraus, dass die Digi-Welt eigentlich aus Daten besteht und dass sie irgendwo im Computernetzwerk der realen Welt liegen muss und dass ihre realen Körper immer noch existieren, aber hier in der Digi-Welt bestehen die Digi-Ritter auch logischerweise aus Daten. Später muss er Tai deswegen noch einmal ordentlich den Kopf waschen, aber ich fand, dass der Moment auch nochmal ganz gut gezeigt hat, dass Izzy durchaus in der Lage ist, klare Ansagen zu machen, wenn er sich bezüglich einer Sache wirklich zu 100%ig sicher ist. Nach dem Kampf gegen Etemon löst sich die Gruppe ja mehr oder weniger vorübergehend auf und Izzy landet nach einigem Hin und Her in die Fänge von Vademon, einem Digimon, welches darauf spezialisiert ist, seltene Gegenstände zu sammeln. So hat er es natürlich auch auf Izzys Wappen und somit auch auf sein Herz abgesehen und er schafft es tatsächlich, Izzy so weit zu belabern, dass er seine Neugier, seine stärkste Eigenschaft, einfach weggibt. Tentomon ist natürlich sehr besorgt und es schockiert ihn wirklich, dass Izzy sogar anfängt, ihn zu ignorieren, dass er wieder ganz klein wird. Dadurch wacht Izzy am Ende wieder auf und ihm gelingt zusammen mit Tentomon die Flucht.
Am Ende ist er wieder ganz der Alte. Und ich finde, dieses Ereignis hat nochmal gut gezeigt, dass Izzy wirklich nicht nur an seinen Laptop denkt, sondern dass sein Digimon-Partner ihm auch sehr, sehr wichtig ist. Als es um Miotismon geht, hat Izzy auch den ein oder anderen sehr starken Auftritt. Aber hier würde ich nur einige nennen, da es viel Zeit kosten würde, wirklich alle einzelnen zu erwähnen. Man wird noch einmal Zeuge davon, wie schlau Izzy eigentlich ist, da er es schafft, das Kartenrätsel zu lösen, durch welches die Digi-Ritter ja wieder in ihre Welt zurück können. Ein wenig später, als Miotismon dann die Stadt bereits unsicher macht, schafft er es mit der Hilfe von Genai, ein Computerprogramm zu installieren und anzuwenden, was die Wohnung, wo er wohnt, vor Miotismons Dienern beschützt. Und er schafft es, das Rätsel rund um die Warp-Digitation im letzten Kampf gegen Miotismon zu entschlüsseln. Aber das meiner Meinung nach wichtigste Ereignis habe ich euch noch nicht erzählt. Wir erfahren nämlich erstmals, um was es sich eigentlich bei dem großen Geheimnis um Izzy handelt. Ja, der arme Izzy wohnt nämlich leider nicht bei seinen leiblichen Eltern. Die Familie, wo er lebt, ist nämlich seine Adoptivfamilie und sein Adoptivvater war ein entfernter Verwandter von Izzys richtigen Vater. Und leider sind Izzys leibliche Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen, wo der andere Autofahrer Schuld hatte. Am Ende war jedes Familienmitglied natürlich froh, dass sie war. Halt endlich rauskam und es war aber eigentlich auch schön zu sehen, dass niemand auf den anderen wirklich böse war. Alle haben akzeptiert, wie es ist und Izzy liebt seine Eltern immer noch vom ganzem Herzen. Und ich werde dazu noch ein bisschen was in den Fazit zu Izzy erzählen, zu dem ich auch direkt kommen möchte. Meiner Meinung nach würde die ganze Gruppe ohne Izzy nicht wirklich funktionieren, weil er ja auch der Einzige ist, der die ganzen Zusammenhänge in der Digi-Welt versteht. Und er ist es ja auch, der im Laufe der Zeit auch immer wieder kleine Hilfsmittel für die Digi-Ritter erschafft. Aber genauso wie der ganze Computerkram, sag ich jetzt mal, Izzys große Stärke ist, kann man es als seine größte Schwäche doch schon bezeichnen, dass er sich einfach schwer tut, seine Gefühle zu zeigen. Ich finde, das ist einfach nochmal so ein schöner Kontrast in seinen eigenen Thema blüht er immer auf, aber wenn es dann mehr um ihn geht, um das, was ihn im Kopf rumgeistert oder über seine Gefühle, kann er einfach nicht gut darüber sprechen. Das macht ihn, finde ich persönlich, einfach nochmal ein bisschen menschlicher. Vor allem kann man es sich ja auch wirklich nicht für übel nehmen, dass er solche starke Probleme damit hat, das zu sagen, was ihm durch den Kopf geht. Man merkt einfach, wie sehr ihn dieses Familiengeheimnis erschüttert hat und dass seine Eltern auch so lange Zeit geschwiegen haben. Und wie ich es ja auch schon erwähnt habe, ich persönlich finde es auf der einen Seite gut, dass bei der Aussprache wirklich niemand auf den anderen böse war, weil sie es so lange verheimlicht haben. Aber ich finde trotzdem, dass auch wieder an der Geschichte so viel Potenzial verloren gegangen ist. Ich meine, Izzy ist ja wirklich einer der Hauptpersonen in der Serie und die ganze Adoptivgeschichte wird ab dem Zeitpunkt, wo es aufgeklärt wurde, wirklich nie wieder erwähnt. Und ich weiß, einerseits passt es ja wirklich zu Izzys Art, dass er das alles nicht weiter hinterfragt. Aber wir erfahren auch nur, dass sein Vater ein Mathe-Genie war und nicht, ob vielleicht noch irgendwas anderes dahinter steckte. Und ich hätte schon gewünscht, dass vielleicht das eine oder andere später nochmal aufgeklärt wird. Und ich hätte vor allem während der Adventure-Tree-Filmreihe gedacht, dass da vielleicht das eine oder andere gelüftet wird. Aber leider sollte es nie dazu kommen und wir werden wohl leider auch nie erfahren, ob Izzy vielleicht noch das ein oder andere unbekannte Familienmitglied hat. Aber meine lieben Zuhörer, dafür gibt es ja meine Geschichte, in der Izzy eine nicht ganz unwichtige Rolle einnimmt. Ich habe mir dort nämlich ein paar Gedanken über seine leiblichen Eltern gemacht und was sein könnte, wenn er vielleicht doch das ein oder andere unbekannte Familienmitglied noch hat. Lest in meine Geschichte gern mal rein, wenn ihr euch genauso sehr für Izzys Hintergrundgeschichte interessiert wie ich. Und dann würde ich jetzt erstmal mit Tentomon weitermachen. Bei Tentomon finde ich, dass es schon immer schwer war, ihn einzuschätzen. Einerseits finde ich, dass er einen guten Kontrast zu Izzy bildet, weil er ihn ja schon immer ein bisschen dazu anstachelt, dass Izzy mal mehr seine Gefühle zeigen könnte. Aber trotz der immer mal kleinen Anstöße akzeptiert Tentomon Izzy so, wie er ist. Und ich glaube, er versucht sich auch so ein bisschen Izzys Art anzueignen, weil er ja wirklich immer über viel Bescheid weiß. Und man kann Tentomon diesbezüglich wirklich nie einschätzen, ob er so viel weiß, wie er immer sagt, oder ob er wirklich nur das weitergibt, was er hier und da
vielleicht mal aufschnappt. Aber trotz allem würde ich sagen, dass Tentomon schon ein sehr zuverlässiges Digimon ist und dass er Izzy aber auch sehr gut tut. Oder wie seht ihr das? Und wie immer dürfen am Schluss auch die Digitationsstufen nicht fehlen. Aus dem Digi-Ei schlüpft ein Paarbumon, es ist auf dem Baby-Level, ein Schleim-Digimon und es hat noch keinen Typus. Auf dem Ausbildungslevel digitiert es zu Motimon, es gehört zu den kleinen Digimon. Es hat auch noch keinen Typus, aber schon eine Attacke und zwar die Seifenblasen. Auf dem Rookie-Level digitiert es zu Tentomon, dann ist es ein Insekten-Digimon vom Typus Serum mit der Attacke Kleiner Donnerschlag. Er digitiert auf dem Champion-Level zu Caputerimon, ebenfalls einen Insekten-Digimon vom Typus Serum. Ja, da hat gerade ein Hund gebellt. Gut, bist du fertig? Und da... Nein, ich kann so nicht weitermachen. Nach einem kleinen hündischen Zwischenfall und ein neuer Versuch, Tentomon digitiert auf dem Champion-Level zu Caputerimon. Wer hätte es gedacht, es ist auch ein Insekten-Digimon vom Typus Serum mit der Attacke Stromschlag. Er digitiert zu Mega-Caputerimon auf dem Ultra-Level. Er ist auch wieder ein Insekten-Digimon vom Typus Serum mit der Attacke Hornschlag. Genau wie es auch bei Sora der Fall war, hat Izzys Tentomon in Adventure 3 erstmals eine Mega-Digitation zu Herkules-Caputerimon. Er ist auch wieder ein Insekten-Digimon vom Typus Serum mit der Attacke Mega-Elektroschock. So, meine lieben Zuhörer, damit wären wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Oh mein Gott! Ach ja, entschuldigt das kleine Outtake, da wollte jemand nicht, dass ich das Video beende. Aber immerhin konntet ihr jetzt so gut noch besser in den Sonntagnachmittag starten, denn das Video ist ja jetzt am Ende und ich hoffe mal, abgesehen von den zwei kleinen Outtakes, dass es euch auch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ja gerne ein Like und einen Kommentar da lassen und dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.